Welcome to the willkommen bei den Translation Angels. Sorry für das englische Intro gerade. Wir kommen da schnell durcheinander. Wir freuen uns über Feedback auf dem Hashtag C3T, I think. Ich bin Sirinsang. Und ich bin Ipin. Und es geht, glaube ich, jetzt auch gleich los. Mit dem seltsamen Argument für... Sie haben den Titel geändert. Der merkwürdige Fall des Umfangs in Cybersicherheit. Original das Argument für den Umfang, den Ausmaß in Cybersicherheit. Mein Background ist erst technisch gewesen. Heute rede ich über einen Trend, den wir so ein bisschen voreinnehmen und in dem wir nicht so richtig umfassen. Das damit meine ich Cloud Scale, das Ausmaß der Cloud. Und das ist, damit meine ich die Möglichkeit, große Anzahl von Daten auszuwerten. Und das hat eine große Rolle gespielt in unserer Industrie in der letzten Dekade oder sowas. Bevor ich darüber rede, ist, glaube ich, in manchen Kontexten wichtig. Ich habe vor 15 Jahren angefangen und sogar auf dem Kongress war es viel kleiner. Die Community, die Gemeinschaft war in einer Nische und dann um 2010 herum ist was passiert. Leute haben gemerkt, dass es mehr von Staaten gesponserte Angriffe gibt. Im Mandiant Report wurde das zum Beispiel gesagt, wo gezeigt wurde, dass China die Infrastruktur der sogenannten westlichen Welt mit IT-Angriffen hackt. Und das hat für die Industrie viel geändert. Da waren zwei signifikante Änderungen wegen dieser ganzen Aufmerksamkeit. Erstmal Berüchtigtheit, Bekanntheit. Und Cybersecurity wurde eine Sache, zu der alle geredet haben. In allen Zeitungen gibt es immer irgendwas über Cybersecurity. Alle reden über Cybersecurity. Und als ich angefangen habe, gab es Cybersecurity nicht. Das nannten wir InfoSec. Und jetzt wissen nur noch wenige, was InfoSec überhaupt bedeutet. Bekanntheit ist eine Sache, aber nicht die einzige Sache, die sich geändert hat. Was sich auch geändert hat, ist, wie viel Geld in den Sektor geschoben wird. In 2004, je nachdem, wem du da vertraust, wurden 3,5 bis 4 Milliarden Dollar ausgegeben. Jetzt sind wir mehr bei 120. Nicht ganz exponentiell, aber die Ausgaben kommen mit einer sehr großen Änderung der Player, die jetzt in der Industrie sind. Die Verkäufer, die Sicherheitssoftware verkauft haben, sind jetzt verschwunden. Und jetzt gibt es zwei Sorten Spieler, das sind die großen Technikriesen, Google, Amazon und so weiter, die Sicherheit jetzt mehr ernst nehmen, Geld damit machen oder als Slogan benutzen, um mehr Telefone zu verkaufen. Die andere Entität sind große Cloud-SicherheitshändlerInnen. Und das sind, die benutzen mehr Cloud-Ressourcen, um Sicherheitsprobleme anzugreifen. Und was ich diskutieren will, ist aus einer technischen Perspektive, dass Umfang, Größe einen großen Einschlag hat, wie wir diese Probleme angreifen und was für Probleme wir jetzt auch haben. Jetzt gebe ich ein paar Beispiele über die Veränderungen, durch die wir durchgegangen sind. Eine der wichtigen Sachen, an die wir denken müssen, ist, was der Umfang, die Skala gemacht hat.
das hat der Verteidigung einen Vorteil über den Angriff gegeben. Das ist ein wichtiger Trend, den wir manchmal übersehen. Ich fange mit Endpoint Security an. In den 80ern haben viele Leute mit IDS-Systemen angefangen nachzudenken. Die Idee ist da sehr einfach. Ihr habt so eine Baseline, eine Basis auf einer Maschine, und wenn die Maschine sich anormal verhält, dann wird die halt irgendwie als schadhaft geflaggt. Und das Problem mit den hostbasierten IDS-Systemen hat als kommerzielles Produkt nicht ganz so eingeschlagen, weil da gab es zwei Gründe zu. Das erste ist, dass es sehr schwierig war, die Resultate zu interpretieren. Es war hart zu verstehen, hier ist eine Anomalie und hier ist, warum diese Anomalie ein Sicherheitsproblem sein könnte. Und es gab viele falsche Positive und es war sehr schwer zu gucken, was auf dieser Maschine anormal ist und was nicht, weil es sehr viele unterschiedliche Maschinen gab. Und darum waren wir so ein bisschen stuck mit den Händlern, der Antivirus-Händlern, die wir kennen. Und dann kam der AVT-1-Report und viele Firmen haben zugegeben, dass Antivirus nicht so viel hilft. Und dann gab es dann New Kid on the Block, ein Newcomer sozusagen. Wenn du EDR vom Marketing-Zeug wegnimmst, dann ist es quasi das Host-Based Intrusion Detection System in einem größeren Umfang. Und der Cloud-Umfang hat diese IDS-Systeme jetzt möglich gemacht in zwei Möglichkeiten, weil du jetzt große Datensets hast mit vielen Maschinen, kann man da auf vielen Maschinen Detection üben und wir können da bessere Detection üben, weil einfach mehr Maschinen da sind. Und das andere ist, dass IDR-Verkäufer und Firmen, die das selber haben, dass die dann eine Economy of Scale haben. Das heißt, sie haben einige Experten, Analysten, die diese Detections interpretieren können. Und du kannst Data Mining betreiben, um das zu analysieren. Und das ist eine ziemlich interessante Entwicklung, weil wir jetzt von Signaturen weg sind zu was viel besser funktioniert gegen viele weitere Angriffe. Aber ein Side-Effekt, ein Nebeneffekt ist das Data-Sharing-Problem. Wenn ihr wisst ja vielleicht, dass es viele Versuche gab, irgendwie Ergebnisse miteinander zu teilen. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Und es wurde halt versucht, die Leute zu zwingen, diese Daten zu erheben. Aber jetzt sind die Händler einfach diese dritte Partei, die erstmal vertraut wird und die kann dann halt ihre Sicherheitssysteme auf alle Systeme verteilen, nicht nur auf eine Maschine. Und die Implikation hier ist, dass das Meme, dass der Angreifer nur einmal richtig liegen muss und wir die ganze Zeit, die Verteidiger, das stimmt nicht mehr, weil wenn du eine angreifende Infrastruktur hattest, wie Server, Exploit-Ketten, dann konntest du die ganz oft mehrmals verwenden. Das musst du nur das alles ein bisschen mutieren, und dann würdest du durch die ganze Protection durch. Aber heute stimmt das nicht mehr in den meisten Fällen. Wenn du auf einer Maschine detected wirst,
muss die ganze offensive Infrastruktur halt verschrottet werden und neu gebaut werden. Und das ist das erste Beispiel und das ist schon mal sehr signifikant, finde ich. Das zweite, über was ich reden will, ist... Das nächste, über das ich reden möchte, ist Fuzzing. Da gibt es... uns einen Einblick, wie die Zukunft sein wird. Also, falls ihr das noch nicht gemacht habt, Fuzzing ist schon seit einer Weile in unserem Arsenal der Sicherheit. Aber in den letzten Jahren gab es so eine Art Renaissance von Fuzzing. Es gab ein paar Änderungen. Das erste, was es gab, ist, dass wir eine bessere Art und Weise die Fitness eines bestimmten Samples finden können für den Fuzzer. Und das anstatt dass wir Code Coverage benutzt haben, um den Fuzzer zu leiten, haben wir Pad-based Fuzzing gemacht, aber es gibt noch ein paar andere Änderungen, die Fuzzing stark geändert haben. Bei Fuzzing ist Geschwindigkeit wichtiger als intelligente Sachen. Und wenn man sich AFL anschaut, dann ist das ein ziemlich dummer Fuzzer. Es macht Bitflipping, es macht sehr einfache Strategien für Permutation. Aber es ist ein sehr optimierter C-Code, dieses AFL. Das heißt, wenn wir einen richtig guten Server haben, dann kann es sehr komplizierte Dateiformate synthetisieren. Und was ich toll finde, das ist nicht nur für Dateiformate, sondern auch für viel kompliziertere Zustandsmaschinen. Worüber ich jetzt noch reden möchte, ist ClusterFuzz. Das wird von den Chrome-Team benutzt, um Chrome-Bugs zu finden. Und das gibt es jetzt schon seit 6 Jahren. Und in ClusterFuzz hat 16.000 Bugs in Chrome gefunden und auch noch 11.000 in ein paar anderen Open-Source-Projekten. Wenn wir ClusterFuzz vergleichen mit dem zweiterfolgreichsten Fuzzer, dann haben wir diesen JS-Farm-Fuzz und der hat 6.000 Bugs gefunden in 8 Jahren. Wenn man sich den Code anschaut, dann ist der Unterschied nicht die Mutations-Engine, sondern ClusterFuzz macht nicht irgendwie was Tolles, sondern es skaliert einfach viel besser. Man kann es viel besser im großen Umfang laufen lassen. Mit Fuzzing sind wir jetzt so groß, dass dadurch, dass wir so viele Bugs finden, ist jetzt viel schneller, Bugs zu fixen, anstatt Exploit-Chains zu bauen. Vor ein paar Monaten hat das Tag-Team von Google gab es einen Angriff, den sie gefunden haben, und das wurde vom chinesischen Regierung genutzt. Also da sind sie dann auf die infizierte Gerät gegangen, und haben geschaut, wie ist dieses Gerät infiziert worden. Und da haben wir wieder ein Beispiel, wie die Verteidigung einen großen Vorteil gegenüber dem Angriff hat, weil wir so einen großen das auf so großem Maßstab in so großem Umfang machen. Es ist nicht so, dass Sicherheit besser geworden ist, einfacher geworden ist, weil wir besser geworden sind, sondern weil wir größere Massen von Daten
uns anschauen können. Wir haben mehr Rechenressourcen und so weiter. So. Was wir noch merken müssen, ist, ist, dass das Problem im großen Umfang ganz anders aussieht als das Problem im kleineren Umfang. So, hier ist mal ein kleines Beispiel, um den Punkt zu verdeutlichen. So, und hier wollen wir mal Bugs in der Funktion. Falls ihr nicht euch mit C-Code auskennt, dann hier gibt es hier so einen Overflow oder Underflow von dem Buffer, in dem man für Pause einen zufälligen Wert reinpasst in die Funktion. Falls ihr diese Funktion falls ihr die verifizieren sollt, dann könntet ihr Tools dafür benutzen, da könntet ihr einen Fuzzer benutzen, man könnte statische Analyse machen. Und viele Lösungen, die für diese Funktion gut funktionieren, sind komplett nutzlos für diese Funktion, die eine riesige Zustandsmaschine ist. Und es ist komplett unmöglich, quasi, weil es so viele Schritte braucht, um zum Bug zu kommen. Und hier haben wir quasi wieder das gleiche Problem. Es ist das Problem im großen Umfang ist anders als das im Kleinen. Das heißt, was wir brauchen, sind Engineering-Fähigkeiten, nicht Sicherheitsfähigkeiten. Denn wenn man AFL hat oder IDR-Tools hat, dann braucht man da keine Sicherheitsexpertise, sondern es geht hauptsächlich darum, Systeme zu bauen, die gut hochskalieren, die auch im großen Umfang gut funktionieren. Und all das hat eigentlich nicht viel mit traditioneller Sicherheit zu tun. Und wenn man diese beiden Dinge kombiniert, dann gibt es viel Forschung, die in einer anderen Welt passiert. Zum Beispiel vor 6 Jahren habe ich einen Vortrag gehalten und was ich da gesagt habe, war, falls die Forschung an etwas forschen möchte, was für die Realität relevant ist, dann müssen sie sich ein Vorbild an anderen Plätzen, an anderen Orten nehmen. Zum Beispiel denke ich das an sowas wie beim CCC oder in der Realität. Da passiert auch echte Forschung, weil die haben große Mengen an Daten, auf die sie zugreifen können. Und jetzt ist die Frage, sind wir in einem neuen Zeitalter der Sicherheit? Und wenn wir jetzt uns das anschauen, dann sind wir jetzt aus dem Handwerk-Zeitalter raus. Und jetzt sind wir irgendwo, wo wir mehr Ingenieursleistungen brauchen, aber jetzt ist die Frage, sind wir jetzt angekommen? Ist das das letzte Zeitalter? Ich bin mir sicher, darüber kann man keine Voraussagen treffen, die sind sowieso immer falsch. Aber wenn wir jetzt mal die Parallelen ziehen, dann schauen wir uns mal Machine Learning an. Und der hat mal einen Aufsatz geschrieben, Die bittere Wahrheit. Und dort schaut er sich Jahrzehnte von Machine Learning angeschaut. Und
Am Ende war es nicht intelligentere Systeme, die gebraucht worden sind, sondern einfach Systeme mit mehr Ressourcen für Rechenleistung, Speicher und so weiter. Und wenn man sich jetzt sowas wie AlphaGo anschaut, dann funktioniert es nicht, weil es viel Go-Wissen hat, sondern weil es sehr viel Rechenpower hat. Es hat sehr viel Daten, auf denen es sich trainieren kann. Es hat sehr viel CPU-Last, die es benutzen kann. Und das ist jetzt... Ist das jetzt ähnlich in der Sicherheitsindustrie? Naja, so ist hier vielleicht ein bisschen anders. Wir sind bloß an der Spitze des Eisbergs, aber vielleicht können wir eine neue Ära der Automatisierung erreichen, wo Sicherheitswissen nicht so wichtig ist. Und wenn wir uns jetzt nochmal AFL anschauen, dann ist es so ähnlich wie ein Reinforcement Learning Fuzzer. Was es tut, ist ein JPEG-Datei nimmt und dann über 12.000 Permutationen durch ein anders. Es geht von einem leeren, von einem zufälligen Datei aus und generiert innerhalb von 12.000 Iterationen eine valide JPEG-Datei. So, was ist noch ein anderes Beispiel? Hier gab es eine Cyber Grand Challenge und die Frage war, kann man automatisch Exploits generieren? Kann man automatisch Patches für die Exploits generieren? Und sie haben das natürlich in einem Spiel-Environment gemacht. Aber wenn man heute Leute in der Industrie fragt, dann denken sie, dass es vielleicht höchstens fünf Jahre davon entfernt sind, echte Exploits zu generieren. Und das ist toll, weil vor kurzem hätten wir gesagt, das würde nie passieren. Das nächste, was wir uns anschauen, ist Amazon Macy. Was es tut, ist Machine Learning benutzen, um persönliche Daten oder Intellectual Property zu finden und zeigt dir dann an, was mit diesen Daten passiert. Das ist hier ein Gebiet, wo Sicherheitswissen nicht so wichtig ist. Hauptsache, man hat ein bisschen Ingenieurswissen. Und soweit das alles positiv, eine positive Entwicklung, ein positives Argument für die Vergrößerung des Umfangs. Aber das was anderes, über was wir reden sollen, besonders für dieses Publikum, was hier besonders wichtig ist. Die andere Seite ist, Umfang stellt Zentralisierung her. Was ich vorher gesagt habe, wo passiert die Forschung? Wo ist die Real-World-Forschung? Das passiert größtenteils bei Amazon und Google, großen Sicherheitsverkäufern oder Sicherheitsagenturen, Geheimdiensten. Und ich habe vorher gesagt, dass ich vor 15 Jahren in die Industrie gegangen bin. Damals war ich noch in der Highschool. Was cool war in der Industrie für mich, wenn du eine einigermaßen okay Internetverbindung hast und einen Laptop, konntest du zum obersten Punkt der Industrie beitragen. Und du konntest Forschung machen, die relevant war für die Industrie. Heute kann das gleiche 15, 16 Jahre alte Kind das nicht machen. Hätte es da echt schwer, da relevant beizutragen. Und weil Scale, Umfang, Zentralisierung herstellt, ist es halt sehr schwierig
wenn du bei Security mitmachen willst, wirst du durch viele standardisierte Pfade gehen müssen. Du studierst Computerwissenschaft und dann gehst du zu einer Technikfirma. Und das ist nicht unbedingt positiv. Also, ich glaube, dass also die Umfangsvergrößerung hat wichtige positive Dinge gemacht, aber halt auch negative. Und wenn wir eins davon mitnehmen wollen von diesem Talk, möchte ich, dass ihr darüber denkt, wie dieses mundäne Ding, das wir so für normal halten, die Industrie verändert hat und wie das in der nächsten Phase der Industrie beitragen wird. Nicht nur vom Angriffsvektor, sondern auch von den Defensiven und von den Leuten, die der Industrie beitragen. Das ist alles, was ich habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir haben Zeit für Fragen. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch bitte da vorne bei dem Mikrofon hin und ich gebe euch ein Signal, damit ihr fragen dürft. Wir haben auch unsere Signalengel, unsere wundervollen Signalengel, die aufs Internet gucken und schauen, ob Fragen von Mastodon oder IRC kommen. Das Mikrofon 9. To be turned on, and then we'll have a question from the internet for Vincenzo. And please don't be shy. Line up behind the microphones to ask any questions. Now it's on, but actually there are no questions from the internet right now. Internet. There must be people in the room that have some questions. Geben, I cannot see anybody lining up. Vincenzo, do you have any advice for people that want to work on? Wenn du sonst irgendwie einen Ratschlag hast für Leute, die in Security arbeiten wollen, naja, ich denke, dass viel interessante Forschung jetzt bei den großen Firmen funktioniert. Also sehr es mir wehtut, entweder findet ihr irgendwie einen anderen Weg, zu an große Daten ranzukommen, oder ihr geht einfach zu einer von diesen Firmen. Wir haben jetzt tatsächlich Questions an Mikrofon Fragen. Hallo? Can you hear me? Yeah. Thank you for the great talk. You're making a very strong case that information at scale has benefited sagst, the security. But is there also statistical evidence for that? Große Datenmengen die Industrie weitergebracht haben, aber gibt es tatsächlich statistische Daten? Also das ist ein bisschen schwierig rauszufinden, also weil die Daten alle biased sind, weil die Leute, die erstellen, da was Bestimmtes bei raushauen wollen. Aber wenn man guckt, wie viel Zeit Leute brauchen, um Attacken abzuwehren, hat die Zeit sich statistisch sehr verringert, soweit wie die anderen Beispiele wie Fuzzing und so weiter gehen. Glaube ich nicht, dass da richtige Studien passiert sind. Wir haben so den Ort erreicht, wo Defensive besser funktioniert als Offensive, aber es gibt, wenn du mit Leuten redest, die mehr offensive Sicherheitswissen haben oder im Angriff arbeiten, das Feedback, das ich da höre, ist, dass es viel schwerer wird, Bugchains am Leben zu erhalten für eine lange Zeit. Das ist nicht wirklich wegen der Countermeasures, also die Gegenangriffe sind das nicht das Ding. Also es gibt nicht viel statistische Beweise, aber von dem, was ich weiß, scheint das der Fall zu sein. Eine Frage noch. So, thank you for the interesting. Vielen Dank für den my question goes in the Vortrag. Direction of the centralization that you mentioned. Für diese Zentralisierung. Like the hyperscalers are converging to be the hotspots for security research. Die so is there Forschung any guidance you can give for us as a community how to auf die wenigen Firmen gibt es irgendwas für die Community, was sie machen kann, um die Daten so I think it's an interesting situation because more and more there are es gibt Open Source Tools, die es möglich machen, Daten zu sammeln. Das Problem mit diesen Übungen ist, dass
Das ist nicht die Frage, wie wir die Daten sammeln, sondern das, was wir sammeln und wie wir es behalten. Und wenn ihr guckt, wie die meisten Spieler da arbeiten, ist das, haben die sehr viel Rechenpower und es gibt keine einfache Lösung dafür. Ihr könnt sehr billige Provider benutzen, aber die Ausgaben, die ihr da leisten müsst, sind immer noch eine Magnitude größer als früher. Und vielleicht kann man das umgehen, aber ich bin mir nicht sicher. Question from the internet, and you can stay at the microphone if you have another question for Vincenzo. Yes. The internet asked that you ask a lot about fuzzing at scale, but besides OSS fuzz, du hast viel über fuzzing geredet. Gibt es noch außer OSS fuzz? That is publicly available, no. Also öffentlich zugänglich eher nicht. Die Teilnehmer der Cyber World Challenge haben sehr viel CPU benutzt, CPU-Kraft für Fuzzing. Also ich weiß nicht wirklich, ob es da irgendwie Plug-and-Play-Fuzzing-Infrastruktur gibt, aber da gibt es viel, soweit ich weiß, alle, die Fuzzing machen und damit Geld verdienen, die haben signifikante Ressourcen und versuchen Fuzzing-Infrastruktur auch vom Maßstab her zu vergrößern. This is your last chance to run to a microphone or write a question on the internet. Then I think we should give a big round of applause to Vincenzo. Thank you. Thank you.